Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Gravelpit LP. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play MC Next. Einer von euch hatte in den Kommentaren gefragt, TT oder Gravelpit, was meinst du eigentlich mit der Nacht wird alles zerstört? Ich wollte gerade auf den Server joinen und es war Nacht. Ich zeige euch jetzt, was ich mit in der Nacht wird alles zerstört meine. Man wird einfach von überall angegriffen, die Monster sind übelst stark und Creeper sind da und alles ist kaputt und du hast einfach überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen in der Nacht. Außer in deinem Haus dich zu verstecken und gar nichts zu machen. Das ist nämlich die Sache. Es gibt hier in der Nacht wirklich gefährliche Monster, die dich töten wollen. Und ich habe weder Haus noch sonst irgendwas. Aber Slash Town wird mich hoffentlich retten. Oh. Ich habe es auch irgendwie geschafft, eben habe ich gesehen, Level 4 zu sein. Oh, Minecraft Athene. Athene ist auch da. Guten Tag, Minecraft Athene. Was geht, Mann? Ja, ich habe es irgendwie geschafft, Level 4 zu sein. Steht es noch im Chat? Wahrscheinlich nicht mehr. Warum ich Level 4 bin, weiß ich nicht, aber ich bin Level 4. Keine Ahnung, warum ich Level 4 bin. Ich weiß es wirklich nicht. Ich wüsste es selbst gern. Ich weiß aber nicht. So, und ihr habt mir gesagt, dass ich in den Options mit dem Chat schon drin war. Aber wo? Multiplayer-Settings? Chat! Oh. So. Hä? Das ist aber scheiße, weil eigentlich will ich den Chat ja... Chat Commands Only. Was ist denn Chat Hidden? Eigentlich will ich den nicht hidden, weil ich ja doch schon ein bisschen sehen will. Commands Only. Kriege ich bei Commands Only dann nur das Wichtigste mit? Das ist wieder so eine Frage für euch. Was kriege ich mit bei Commands Only? So, warte mal. Level 4. 12 bei 12 vorher. Klianse Toggle Binds. Ich kann jetzt also Slash... Jetzt sehe ich das nicht mehr. Das ist ja ganz toll. Klianse machen. You cannot use an ability you do not have bound. Wenn ich wüsste, was das jetzt genau heißt, dann wäre ich schon ein ganzes Stück weiter. Nun gut, wir können uns mal ein bisschen in der Stadt umsehen. Und das erste Thema, vielen Dank für die Themenvorschläge. Ich warte jetzt noch eine Folge hier, könnt hier jetzt auch noch Themenvorschläge hin posten, bevor ich dann so richtig in die Themen einsteige. Und auch mal eine längere Session dann aufnehme und über Themen auch länger diskutieren kann. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Ja, Themen, die auf jeden Fall schon gewünscht worden waren, das war sowas wie Rollentheorie. Das hatte ich ja schon mal im alten Minecraft-Let's Play ein bisschen. Scheiße, ich habe nichts zu essen und springe die ganze Zeit rum. Ich bin kacke. Ach, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Das ist auch eine Frage, die ich mir stelle. Ist mein Land größer geworden eigentlich? Nee, ne? Oder? Ist mein Land... Doch ein bisschen vielleicht. Ich weiß es nicht, ob mein Land größer geworden ist. So, ich muss aber erstmal den Baum jetzt... Ja, guck mal, da kommt ein Creeper jetzt, ne? Ich muss erstmal jetzt hier den Baum abholzen. Ja, also Rollentheorie ist auf jeden Fall... Wie war das nochmal? Oh! You have been disconnected as punishment for dying. You have been banned for 10 seconds. Unban yourself by donating. Okay. Wir sind für 10 Sekunden gebannt. Sind die schon vorbei? Ah. Da waren die 10 Sekunden schon vorbei. Nice. Und jetzt habe ich ein Schwert. Alter! Was ist das denn für ein Zombie, Alter? Habt ihr gesehen? Der macht einen Schlag und ich bin direkt aus der Welt geworfen. Geklatscht praktisch. Ich bin geflogen wie sonst noch keiner. Fuck, Alter. Oh mein Gott. Okay, Leute. Aber mein Holz ist weg. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Aber das ist in Ordnung. Dann sammle ich mir halt neues Holz. Also wenn wir sterben, verlieren wir alles. Das ist auch schon mal ein guter Punkt, das zu wissen. Dass wenn wir verlieren, wir sterben. Und dann muss ich jetzt echt gucken, dass ich mir schnellstmöglich irgendwie so eine... Ich würde gerne einen Turm bauen. Aber jetzt erstmal so schnell wie möglich gucken, dass ich mir ein bisschen was zusammensuche, damit ich überhaupt ein Haus bauen kann. Ja, das ist jetzt vielleicht eine dumme Aktion, aber egal, sie hilft. Ein bisschen zumindest. Oh, Mushrooms. Was denn? Was? Natürlich, er hat einen Feuerbogen. Ja, natürlich hat er einen Feuerbogen. Das meint ihr doch nicht. Ich habe doch Slash Town gemacht. You cannot move between instances while in combat. Was ist denn Combat? Was ist denn eigentlich kaputt bei euch?
Ich will doch nicht sterben. Ich will doch nur leben, ey. Ist jetzt in Ordnung, oder was? Kann ich jetzt? Ah. Jetzt kann ich. Ah, Effin ist immer noch da. Hallo? Alter. Ich verstehe gar nichts mehr. Okay, es wird aber langsam Tag. Oh mein Gott. Eigentlich wollte ich erzählen, welche Themen bisher vorgeschlagen wurden und auf welche ich gerne eingehen würde. Also wie gesagt, so, jetzt wird's Tag. Jetzt müsste da ja mal wieder, so langsam müsste da ja mal Ruhe einkehren. Ich bin nicht froh, wenn ich ein Haus habe. Dann kann ich mich wenigstens verschanzen. Slash Home. Monster? Nicht da. Nice. Ja, also Rollentheorie würde ich sehr gerne nochmal drauf eingehen, weil das echt ein schönes Thema ist und das immer irgendwie passt und das auch ja in der Gesellschaft. Warum bin ich eigentlich jetzt so schnell? Ich verstehe das Spiel einfach überhaupt nicht mehr. Oh mein Gott, ey. Ja, das ist ein sehr schönes Thema, Rollentheorie. Da kann ich auch lange drüber erzählen und da kann ich euch auch viel drüber erzählen und da könnten wir auch hingehen, theoretisch, und uns an. What? Only at your home are place block saved. Aha. Ihr könnt im Übrigen auch irgendwie auf den Server gehen und mein Haus hochraten. Irgendwie. Ihr könnt mein Haus, was noch nicht da ist, ihr könnt es rewarden oder so. Und dann kriege ich da auch Punkte für oder so. Keine Ahnung. Wie gesagt, so richtig verstanden habe ich auch noch nicht alles. Nun gut. Rollentheorie. Dann würde ich, und das ist das erste Thema, was ich dann ab nächsten Part auf jeden Fall ansprechen möchte. Das ist das Thema hier, wie heißt es, die Menschen und die Zukunft der Zivilisation bzw. der Gesellschaft. Da gab es ja letztens irgendwie in einem Wissenschaftsmagazin in den USA, gab es da eine Veröffentlichung von einer Studie, wo die NASA irgendwie dran beteiligt waren, die gesagt haben, die Menschheit oder die Zivilisation, die Hochkultur, wie wir sie momentan sind, wird auf jeden Fall untergehen, ja, also nicht die Menschheit an sich, sondern die Zivilisation, wie sie momentan besteht, wird auf jeden Fall untergehen. Und dann haben sie das an verschiedenen Faktoren ausgemacht. Ganz genau gelesen habe ich es nicht, aber ich möchte gerne selbst einmal darüber ein bisschen philosophieren, weil ich schon immer der Meinung bin, dass der Mensch irgendwie, also dass unsere Technikgesellschaft, unsere Gesellschaft, wie sie jetzt ist, irgendwann nicht mehr so existieren wird und dass sie sich wieder zurückentwickelt. Und warum ich das denke, seitdem ich denken kann, da wollte ich halt nochmal so ein bisschen drüber philosophieren und was ich da halt so zu meine und zu sagen habe und so. Das wollte ich halt auf jeden Fall auch noch ansprechen und ja, was waren noch für Themen, die jetzt von euch angesprochen wurden, die ihr ganz interessant fandet? Ich weiß nicht, schon wieder alles vergessen. Aber auf jeden Fall die Themen, die angesprochen worden sind, da können wir gerne drüber ein bisschen reden. Wir können auch gerne nochmal über die YouTube-Landschaft reden, da habe ich auch schon oft drüber geredet, aber naja, die neuesten Entwicklungen, dass immer mehr externe Firmen ja auch die ganzen YouTube-Netzwerke mehr oder weniger aufkaufen, ist vielleicht auch ganz interessant. Ja, interessant vielleicht auch jetzt die Sache mit dem Facebook-Chef, der Oculus Rift gekauft hat, ist vielleicht auch ganz interessant, könnte man auch mal ein bisschen drüber philosophieren. Oder halt generell wirklich diese Entwicklung, Disney hat ja Maker Studios gekauft, also im Moment ist jeder irgendwie, dem Unternehmen scheint es gut zu gehen, ja, sie kaufen alle ein. Also ganz so schlecht ist es wohl doch noch nicht. Ja, Disney kauft für 500 Millionen Maker Studios und so weiter und so fort. Da gibt es ja im Webvideobereich im Moment wirklich einige Dinge, die sich da tun und die sich da abzeichnen. Das finde ich ganz interessant, da halt auch mal irgendwie so ein bisschen drüber zu philosophieren. Haben wir eigentlich, ja, plus 4 Attack Damage, wollte nämlich sagen. Normalerweise hält die doch niemals so lange, wie die jetzt gerade hält. Also man ist schon, wo war mein Home? Ja, ist eigentlich scheißegal, wo mein Home war, denn da ist mein Home. Nice. So, okay, dann wollen wir jetzt, was ist das denn jetzt für ein Quatsch hier? So, ich mache erstmal alles. Meine erste Bude wird nämlich eine Holzbude. Ist ganz klar. Was anderes, viel anderes bleibt uns auch nicht übrig, wie ich finde. So, ich mache mir jetzt erstmal hier so eine nicht ganz symmetrische Anordnung. So, aber je höher wir im Level gehen, desto mehr Land bekommen wir ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wir können auch ruhig ein bisschen unkonventioneller erstmal bauen und wenn unser Land dann größer ist, können wir alles noch schön anpassen. So, zack, zack, 3, 5. So, 5 in die Höhe will ich auf jeden Fall gehen. Und dann möchte ich nämlich
wie heißt es? Ja, so eine, wirklich so eine Art Turm, der sich dann immer zuspitzt. Also ich habe da sowas im Kopf. Ich versuche das mal zu bauen und dann sehen wir mal weiter. Ja, aber jetzt sind wir auch schon wieder so gut wie am Ende. Wie gesagt, Themenvorschläge immer weiter gerne in die Kommentare. Ab nächsten Part geht's dann richtig los. Da möchte ich mit der Philosophie über die Menschen anfangen. Warum mache ich das eigentlich nicht nach altbewährter Grief Alert? Könnten wir jetzt wieder einen klatschen gehen. Nach altbewährter Methode hier. Wie wir das mit dem Sepp immer und mit Mitchell schon im MC gemacht haben. Die Methode hat sich eigentlich immer bewährt. Ja, wie gesagt, ab nächsten Part dann also geht's los. Mit dem wunderschönen Thema, was die Menschheit ist und wie sie ist. Und ich muss auch schon wieder eine Pause machen. Muss noch was anderes aufnehmen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Unser Haus nimmt langsam Gestalt an, auch wenn noch nicht wirklich was da ist. Aber hey, komm, das, was nicht ist, das kann noch werden. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.